Hi und willkommen zurück zu Fallout 76 mit Camopixel. Lehnt euch zurück und genießt die Aussicht. Unsere Aussicht ist klar, wir gehen in die Universität von Voltec und zwar müssen wir Pläne besorgen. Pläne für den Pip-Boy, für die Tochter von Hornwright. Unsere Aufgabe ist nämlich klar, wir müssen immer noch den Bohrer zum Laufen kriegen, beziehungsweise steuerbar machen oder besser steuerbar machen. Wir konnten ihn benutzen. Wo will er denn jetzt, dass wir reingehen? Hier. Wir konnten ihn benutzen, aber irgendwas hat die Dame gesagt, brauchen wir, dass wir den mit unserem Pip-Boy steuern können, herholen können. Ich weiß es nicht. Sie ist die Wissenschaftlerin. Sie weiß, was sie tut. Und wir... führen nur aus. Also, Campus-Sicherheit machen wir einfach kaputt hier. Wir wollen nicht wieder irgendwie uns einschreiben an der Universität. Das haben wir mit der Aufseherin zusammen gemacht. So einen Quatsch machen wir nicht mehr. Machen wir nicht mehr. So, wir nehmen Munition mit. Und diverse andere Sachen. Hüpft das gerade hier? Ja, es hüpft gerade. Warum hüpft es? Keiner versteht's. Da war er auch schon kaputt. Blei, ich muss mal versuchen, mich daran zu erinnern, dass wenn ich Keramik sehe, Spielkugeln, die sind da aus Keramik, oder? Oh nein, ist das hier wieder diese Simulationskacke? Oh nein, hier waren wir doch schon drinne. Hier wollen wir nicht rein, wir wollen nicht schon wieder in die Simulation. Nein! Warum hüpft es so komisch? Es hüpft so komisch. Wir haben die Simulation schon durch. Also wir haben schon die komischen Leute hier. Guck mal, da sind noch Sachen drin. Oh, die ist, glaube ich, gut. Die Terminal-Grafikkarte. Jetzt ruckelt es hier aber extrem, ja? Das macht aber keinen Spaß. Das war doch vorher nicht. Da ist die Farbdose, was auch immer die hat. Unzugänglich. Hier standen doch die diese Mr. Handys, mit denen wir die Simulation gemacht haben. Wir mussten doch die... Wer war das? Die Wissenschaftler und die Handwerker, die Doktoren? Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Wir dürfen hier durch, ne? Ja, hier waren wir nämlich schon mal. Ist das jemand, der von mir in den Hintern getreten werden muss? Was? Hier waren wir auch schon mal drinne. Da ist er. Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. Wo ist er? So, Bleischrott brauchen wir, um Munition herzustellen. Ne, ist auch nicht verkehrt. Das ist wahrscheinlich nur Glas. Kamera, das kann auch gut sein, dass da auch gutes Zeug drin ist, ne? OP-Tablett ist markiert. Wahrscheinlich, weil das alles Aluminium gibt, ne? Habe ich irgendwann mal Aluminium
markiert. Ich will jetzt nicht schon wieder zu viel mitnehmen. Wir müssen hier irgendwo runter. Oh, Lolo. Ich glaube, da wurden... Das hat sich so komisch angehört, wie diese Aggressotron da. Nicht, dass hier wie so ein Aggressotron losgelassen wurde, ne? Oder kommen die einfach nur hier aus diesen komischen Säulen raus und dann macht das so ein krasses Geräusch, ne? So. Ah, da geht's da wieder hin. Jetzt soll ich wieder hoch. Was ist denn hier? Lager. Kennen wir das? Waren wir damals auch in... Warum ruckelt das jetzt so? Das muss ich irgendwie mal rausfinden. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Es springt so merkwürdig. Das hat es doch vorher nicht getan. Aufnahme ist... Also steht, es wäre alles in Ordnung. Aber Scan entdeckt Leben. Ja, 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 siehst du, da ist er. Oh, nein, 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 nein. Kommt er uns hinterher? Feind ist untergetaucht. Wo ist er denn? Da ist er. Tatsächlich hat er nicht gerafft, wo wir sind, ne? Unser Glück. Boah. Was hat er alles dabei? Bin ich schon wieder überladen jetzt? Nee, noch nicht. Ist ja auch mal was, ne? Oh, was ist das hier? Ach, das ist er. Das suchen wir. Pip-Boy 2000 MK6 Kit. Nehmen wir mit. Schaltkreise kann man auch immer gebrauchen. Steak. Komm, die Pumpkin nehmen wir auch mit. Können wir eine Mod freischalten im besten Fall. Okay, haben wir schon wieder alles, ne, was wir brauchen. Hätten wir das auch bei der einen Mission schon mitnehmen können? Damals? Oder ist es so ein Questgegenstand, der hier nur spawnt? Man tatsächlich die entsprechende Quest auch macht. So, warte. Ich glaube, hier geht es schneller raus. Ne? Wenn wir jetzt hier rausgehen. Hier. Ne, da, ne? Nicht ins Büro vom Aufseher. Ja. Ich wollte eine Granate werfen. Nee, das wollte ich tatsächlich nicht. Ich wollte das Overlay mal kurz anmachen. FPS 72. Latenz. CPU. GPU-Nutzung steht bei 0%. Das stimmt ja überhaupt nicht. Das stimmt ja überhaupt nicht. Läuft bei 2,5 GHz. Speichertakt 10.000. GPU-Temperatur 38 Grad. Das bezweifle ich. Also wenn die 0% ausgelastet wäre und 30 Watt nur verbraucht, das bezweifle ich gerade stark. Ah ne, da sind wir hergekommen. Wenn die jetzt schon abgeschmiert wäre, dann würde das Spiel nicht laufen. Also muss irgendwas mit dem Programm nicht stimmen. Ich mache mal HW Info nebenbei auf. Ich habe HW Info mal angemacht. HW Info meldet natürlich was ganz was anderes als das Overlay von Nvidia.
Das sieht aber alles in Ordnung aus. Also, ich kann mir die Ruckler nicht erklären. Ich habe jetzt einfach die Aufnahme mal pausiert und wieder weitergemacht. Wir schauen mal rein. Wir lassen uns überraschen. So, wir haben auf jeden Fall unser Soll hier erfüllt. So, jetzt sollen wir zu Penelope zurückkehren. Die Gute war in dem Anwesen im Keller. Ach du Schande, 37 Kronkorken. Also ich glaube, die öffentliche Lobby ruft nach uns. Viel früher, als ich es eigentlich vorhatte, damit wir nämlich mit unserem Kronkorkenbestand wieder hinterherkommen. Ne? Mit dem Kronkorkenbestand hinterherkommen. Wir können die Rumme können wir mal wegtun. Und dann fahren wir mal in den Keller. Wie Jute Penelope sich rumtreibt hier. So, los. Ich schmeiß die Karte durch. Penelope, wir haben den... Okay, ja. Testen wir dein integriertes Sprachmodul nochmal. Kannst du was sagen, Hauptader? Was soll ich sagen, Doktor? Super. Vielen okay. Dank. In Ordnung, danke. Oh, grundgütiger. Sie kennt lauter Flachwitze. Ja, gut, klar. Ich werde umfassende Gesprächsprotokolle hinzufügen. Mach das. So, ich habe hier deinen Pip-Boy besorgt. Ah, du bist zurück. Ich habe am Stimmeninterface der Hauptader gearbeitet. Hast du schon Teile für mich? Teile, ja. Ich hoffe, du meinst die richtigen. Ich habe das nötige Pip-Boy-Zeug dabei. Wunderbar. Ich habe sie geöffnet, als du weg warst. Ich fürchte, ich habe keine guten Neuigkeiten. Oh, natürlich. Wo ist das Problem? Nun, es sollte nicht lange dauern, das neue Lenkinterface einzurichten. Als ich ihr Stimmsystem eingerichtet habe, ist mir aufgefallen, dass viel beschädigt ist. Ich denke, sie braucht zur Sicherheit einige neue Teile. Okay, welche Art von Teilen? Tja, ihre Datenverarbeitung ist langsam. Sie ist bestimmt nicht wirklich kaputt, funktioniert aber nicht. Sie braucht einen besseren Interpolator. Sie braucht auch ein neues Sensormodul und ein Höhenmesser. Die Kontakte von beiden sind sehr stark korrodiert. Okay, ja, sag mir, wo wir das finden. Plündern. Augenbots sind fliegende Sensormodule. Und den Höhenmesser könnten wir aus dem Flugzeug holen, das mein Vater oben aufgehängt hat. Beim Interpolator weiß ich es nicht, aber ich habe einen Roboter mit einem angeschlossenen menschlichen Gehirn bei Robco gesehen. Hm. Ich denke, diese unethische Monstrosität braucht dringend eine neue Interpolation. Alles klar, kümmern wir uns drum. Ich bin drum. Hier und arbeite an ihrer Konversationsfähigkeit, falls was ist. Ja, ist natürlich wichtig, ja. Also dieses Robohirn kenne ich ja auch, ne? Das kenne ich ja auch. Das ist auch nicht ohne, die Dinger, ne? Die sind auch nicht ohne. Okay, Augenbots. Ja, und das Flugzeug oben im Turm, das erreichen wir natürlich super schnell. Da müssen wir mal schauen, was da... Ey, mach die Tür wieder auf. Hallo. Danke. Achso, müssen wir jetzt hier hochfahren dann? Ja, Obergeschoss, ne? Gut, das geht schnell. Oh, es laufen neue Roboter hier rum. Neue Roboter bedeutet neue Abschüsse. Da ist einer. Der hat nichts dabei. Okay. Scheint wieder flüssig zu laufen, ne? Oder habe ich irgendwie... Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Oh, wo kommt der denn her? Sure, that's so bad.
Alter, ist der Aggressotron dann auch wieder am Start? Ja. Oh, 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 oh. Der macht aber gut Schaden. Wo kommt der denn her? Ich dachte, der ist hier unten hinter uns hergelaufen. Ja. Tödlich verletzt. Haben wir den in der Rüstung bekämpft letzte Mal? Wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? Grüße. Hinstellen. Betreten. So, Kollege, jetzt sieht das Ganze anders aus, ne? Komm mal rauf hier. Haben wir 6 Kerne dabei? Das ist viel zu viel. So viele Kerne brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht alle. Wo ist jetzt unsere Leiche? Die liegt oben, ne? Da ist er. Was denn? Wo denn? Da oben hinter uns? Zack. Oh, nachladen. Rechtschaffene Bürger. Können ja mal. Bereit, bitte verlassen. Also, davon können wir auf jeden Fall eins nehmen. Davon können wir auch eins nehmen. Und das hier ist Schadensresistenz. Können wir auch mal nehmen, ne? Schadet nicht. Ja. Oh, er lädt sich auf. Oh, verdammt! Zu erkennen, rechtschaffenen Bürgern Au! Warum muss ich immer gegen die Wand laufen? Was ist hier so schnell, verdammt? Eieieiei. So, der hat aber auch wieder hier ohne Ende gutes Zeug dabei. So, das nehmen wir natürlich alles mit hier. Zack. Danke. Dachte ich mir schon. Doch nichts hier. So, irgendwo. Hä, das ist doch hier. Achso, Moment, hier am Flugzeug, da. Höhenmesser sammeln. Abgeschlossen. Höhenmesser-Chip. So. Haben wir, ne? Okay. Jetzt können wir uns von hier auf den Weg machen, ein Augenbot finden. Hat sie da einen Vorschlag, wo wir den finden? Hier. Okay, gut. 24 Kronkorken für die Schnellreise. Die werden wir noch aufbringen können. Die werden wir noch aufbringen können. Robohirn beim Robco-Werk. Ist eigentlich auch immer interessant gewesen, zum Robco-Werk einen Trip zu machen. Auch in den anderen Fallout-Teilen war das immer gut. Ne? Was hat er? Also die Knöchel angeknackst. So. Achso, ja. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Da ist doch. Nee, das ist Mr. Handy. Aber das ist auch ein Augenbot. Den haben wir. Ist das hier, wo der fette Militär-Roboter ist? Dieser, wie heißt der? Wachbot? Da, warte mal. Sensormodul einsammeln. Okay, haben wir gemacht.
So, jetzt heißt es, finde ein Robohirn. Vorher gucken wir bei ihm noch nach. Das nehmen wir noch mit, ne? Ist das ja doch hier, ne? Hier waren doch die anderen Mr. Handys noch. Da, siehst du? Wo sind sie? Mein Gott. Mein Ziel, ne, war echt grauenvoll heute. Da ist noch ein Mr. Handy. Der Wachbot fährt da unten rum bei dem roten Licht, kann es sein? Den Hammer. So, der fliegt jetzt noch übelst in die Luft, ne? Ja. Das ist immer die übelste Falle. Der verliert da seinen Saft. Und im nächsten Moment ist der Mucksmäuschen still und dann denkst du, ah ja, da hast du noch die Möglichkeit, ne? Hinzugehen, untersuchen und in dem Moment fliegt er in die Luft wie nix. Guck mal, der hat uns sogar ein bisschen Kronkorken zurückgegeben. So. Was war das denn? Das hat sich angehört wie ein Feuerwerk. Komisch. Es fehlt noch das Robohirn beim Robco-Werk. Ja. Ach, Schande. Okay, müssen wir von da aus hinlaufen, ne? Wieder 27 Kronkorken. Eieiei, das wird ganz schön teuer. Das wird ganz schön teuer, du. Das wird ganz schön teuer. Oh. Bisschen grün hier. Oh, bisschen sehr grün. Ach ja, das war hier diese Galeria. Ja. Da lang müssen wir. Dieser riesen Parkplatz mit den Einkaufsmöglichkeiten, ne? Gebiet von Riesenkrebsen in irgendwelchen LKW-Wracks eingenistet. Oder auch diese Teufel... Ne, wie hieß das? Nicht Teufelskralle. Blauer Teufel hieß der so. Dieser Werwolf oder was das war? Das war ein krasses Viech, ja. Eine Werkstatt. Da ist etwas Leuchtendes. Leuchten was? Red-Kröte. Bitte nicht. Oh, Medex.
Er hat Aluminiumschrott dabei. Merkwürdig. So, weiter im Text hier. Supermutanten. Ah, die Geschichte hier. Mutanten und Todeskrallen. Da schmeißen wir mal ein paar Granaten rein, würde ich mal sagen. Oh, verdammt. Sie haben die Todeskrallen fertig gemacht. Und sie schmeißen die Granaten zurück. Hier der Moschertrupp von denen, Alter, hat die Todeskralle ziemlich schnell platt gemacht, ne? Da unten sind noch welche. Autsch, autsch. Okay, wir sind ein Level Up. Sehr schön. Wo war der Große? Hier. Den Hammer nehmen wir nicht mit, ne? Aber die Munition natürlich, die wir für die kriegen. Ich weiß nicht, wo wir den anderen zerlegt haben. Auf jeden Fall sind hier noch die. Was hat er denn? Laser-Scharfschützengewehr. Und der andere, wo ist der? Hier. Ja, der hat eine Minigun. Oh. Die können wir noch tragen. Cool. Ja, die will ich ja irgendwann auch mal benutzen. Guck mal hier, die haben voll die Todeskrallen auseinandergenommen. Aber die hat nichts dabei. Gemüsestärke. Die hat auch nichts dabei. War da nicht noch eine dritte? Hier ist noch ein Mutant. Immer hier an der Stelle, ne? Mutierten Farn ernten. Immer hier an der Stelle. Oh, yo, das war ja auch das Gebiet des Sheep Squatch. Auf den hätte ich jetzt nicht unbedingt Bock. Was war das, ey, für ein Vieh? Also wieder so ein komischer Wendigo-Typ da? Oh, nee, ey. Der erinnert mich an das Monster von Panicore. Was ist das hier? K-Max-Übertragung. Ist hier einer mit einem Radiosender drin? Schlüssel erforderlich. Super simpel. Ich höre doch irgendeinen. Ich hänge fest. Und ich höre irgendein ganz komisches, widerliches Vieh. Da hinten auf dem Hof ist. Warum gehe ich da jetzt gucken? Ne? Es wird mich nur umbringen. Ja, siehste, leuchtender Wendigo. Ich hab's gesagt. Warum gehe ich da gucken? Aua. Verdammt, ey. Er hat einen Bohrer. Warum nehmen wir nicht den? Fiberglasrolle, Schrauben. Mein Gott, hat er viel Zeug dabei wieder, ne? So, jetzt gehe ich da aber trotzdem mal nochmal gucken. Hier hätte ich vielleicht hochgekommen. Hier war der hier hinten drinnen, ne? Und so ein Sender hier. Cool, so ein kleiner Betonverschlag, weißt du? Finde ich auch ganz gut. Ich nehme jetzt nicht noch mehr Aluminium mit. Ich weiß gar nicht mehr, wofür ich das Aluminium brauchte. Hier können wir ein bisschen verwerten. Bohrer ist tatsächlich einfach nur ein Akkubohrer und der wird als Waffe benutzt. Hier, Minigun. Ich weiß nicht, welche Stufe gut ist, aber wir zerlegen sie, weil... Ah, oh, gut, eine Mod gekriegt. Sehr gut. Oh, guck mal, noch eine Schwarzpulverpistole.
merkwürdiges Viech. So. Ein paar Meter machen wir noch zusammen. Wo ist denn der? Ah, guck, wir sind jetzt gleich da. Hütte. Da ist es. Boah, war das widerlich. Das ist das Robco-Werk. Oder? Das sieht so krass aus hier. Wie sollen in die Richtung? Ist der vielleicht gar nicht drin? Müssen wir vielleicht gar nicht rein ins Werk? Würde mir auch reichen, wenn der draußen ist. Ne? Ich müsste jetzt nicht das ganze Riesenkomplexgebäude da durchsuchen. Mal hier unten. Ah. Ich vergesse immer, dass ich besser vorher schleichen will. Okay. Hier können wir den Interpolator einsammeln. Ja, perfekt. Das. Oh nein. Okay, ich habe jetzt mit einem Aggressotron wieder gerechnet. Zum Glück war es kein Aggressotron. Zu essen, nehmen wir mit. Gibt's bestimmt krasse Sachen zu plündern, ne? Wenn hier diese Greaser-Jacke. Oh, guck mal da. Das ist nur Stahl. Aber. Oh, guck. Hier gibt's auf jeden Fall gute Sachen zu plündern. Also würde sich bestimmt lohnen, mal einen Blick in das Werk zu werfen, ne? So, wir können zu Penelope zurück. Und zwar ist die hier. Letzter Tod. Haben wir das nicht aufgesammelt? Wir haben es doch aufgesammelt, oder nicht? Oder sind wir nochmal gestorben? Ich weiß es nicht mehr. 44 Kronkorken. Das wird immer teurer. Okay. Ich sehe schon, nächste Folge werden wir einen Blick auf die öffentliche Lobby schmeißen und im Schnellverfahren an Events teilnehmen, um Sachen zu bekommen, die wir verkaufen können, beziehungsweise Kronkorken abzusahnen. Es ist einfach notwendig, ne, dafür. Schmeiß die ID rein. Ab in den Keller. So, da haben wir die drei Komponenten schon, die sie braucht. Mal gucken, was sie wieder für eine unnütze Beschäftigung in der Zwischenzeit mit dem Computer der Hauptader gemacht hat. Hallo? Ah, wir dürfen auch so durch. Okay. Hallo? Miss Penelope. Danke. Ich nehme diese Teile, wenn du nichts dagegen hast. Ja, hey. Natürlich. Was denn sonst? Dafür habe ich sie doch geholt. Jetzt? Sie ist bereit, sobald ich diese Teile fertig eingebaut habe. So gut es eben kurzfristig möglich ist. Okay, dann sehen wir uns Foundation, oder was? Mhm, ich mach mich sofort auf den Weg. Ich muss nur ein paar Dinge einpacken, bevor ich gehe. Und eine Fehlersuche für die Installation starten. Mach dir keine Sorgen, dass du gleich wieder umdrehen musst. Ich denke, dass sie nicht explodiert. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, bis später, Penelope. Danke. Ich muss bei der Hauptader bestimmt noch einige Problemchen lösen vor deiner Mission. Aber das schaffe ich schon. Das will ich hoffen. Das ist ein wichtiger Teil des Plans, Penelope. Sonst kommen wir in den Vault nicht rein. Ich hoffe, du bist dir dieser Größe, dieser Aufgabe, der Wichtigkeit dieser Aufgabe bewusst.
Penelope. Okay, warte. Da können wir Sachen verwerten. Und auch die Minigun. Schade, ich dachte, wir würden noch einen. Ne, das ist meiner. Das brauchen wir nicht. Kampfrüstung. Ne, die brauchen wir doch. Zeigt er die bei neu an, weil wir die eben hergestellt haben, ja? Hat er schon wieder Hunger? Durst? Ne, nicht divers. Na, Hundefutter und zwei Wasser. So. Können wir direkt von hier nach Foundation? Ne, warte mal. Wir gehen auf jeden Fall bei unserem Camp vorbei, ne? Aber das machen wir offscreen. Kurz Plunder wegwerfen, ne? Könnten wir auch mit dem Zelt, aber da wir ja quasi um die Ecke sind. Und dann sehen wir uns in Foundation wieder, Leute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und bis bald.